Nach dem letzten Kanalinterview ist vor dem nächsten Kanalinterview und heute bin ich dabei nicht allein gelassen worden vom Team Stammtisch. Nein, wir haben heute, und dieses Mal sind es wirklich nicht mein großes Ego und ich, sondern heute, wenn ich sage wir, meine ich Sven und mich. Hi Leute. Wir haben heute einen ganz besonderen Gast oder mehrere besondere Gäste, die von ihrem Namen her auch ein Tochter-Dojo von Eagle Fang Karate sein könnten. Cobra Kai-Fans werden jetzt verstehen. Wir haben die Jungs von den Tabletop Eagles Hessen hier und da haben wir zum einen den Fabian. Hello. Zum anderen den Bocky. Hallihallo. Und zum dritten den Dennis. Gude. Ach, schön. Bevor wir hier natürlich in die Materie einsteigen, ist es natürlich Brauch und geht ja auch gar nicht anders, dass wir über Getränke sprechen. Und deswegen fange ich einfach mal bei dir an, Sven, weil ich weiß, du kredenzt eigentlich immer was sehr Hochwertiges. Was hast du heute dabei? Erdinger alkoholfrei Grapefruit. Sag ich ja, es klingt gut. Dennis, was hast du dabei? Ich habe wirklich ausnahmsweise mal stilles Wasser dabei. Sonst ist ein Energy am Start, aber heute stilles Wasser. Nicht, dass das so aufregend wird. Nee. Fabian? Ja, ich habe mir ein schönes Käffchen gemacht und aber kann auch mal abends auch mal so ein gute Gin sein, aber heute hatte ich mal wieder richtig Bock auf Kaffee. Okay, cool. Bocky? Ja, ich habe einen Booster Energy Watermelon Geschmack. Oh, Watermelon, nice. Kriegt ihr da keine Probleme mit dem Schlaf? Nee, wer schläft, verliert. So. Das ich kann ich das mir gar nicht, ab abends Energy zu trinken. Ich bin immun mittlerweile. Also ich trinke die Ticken. Ich trinke da sau viel von. Okay. Die Pumpe läuft. Ich hab mir das früher auch immer gesagt, als ich in meiner WoW-Progress-Zeit noch geradet habe. Und hab dann aber gemerkt, oh shit, du brauchst doch Schlaf. Aber das war immer so mittags in der Schule. Ja gut. Ist dir aufgefallen, dass der Heal nicht mehr durchgegangen ist, ne? Da ist der Heal nicht mehr durchgegangen. Genau. Wir haben euch heute als Gäste, beziehungsweise ihr hattet ja uns angeschrieben, ob wir nicht mal Lust haben, Sachen gemeinsam zu machen. Und natürlich haben wir, das haben wir uns auch auf die Fahne geschrieben und ziehen das immer durch. Wer seid ihr? Wo kommt ihr her? Was macht ihr? Und wo findet man euch? Fangt mal an. Und ganz wichtig, wo kommt das tolle Intro her? Ich hätte es wieder vergessen. Ein Glück, dass du hier bist. Fangt mal an. Also ansonsten schmeiße ich einen Namen in den Raum. Ja. Ja gut, dann würde ich sagen, dass der Dennis... Ja, das ist so ein Running Gag anscheinend. Ne? Ich muss immer anfangen. Obwohl ich der... Dennis muss beginnen. Ja, obwohl ich derjenige bin, der die wenigste Erfahrung von allem hat. Aber gut. Dann fange ich einfach mal an. Wir sind der Eagles Tabletop Hessen. Wir kommen aus Hessen, Nähe Frankfurt. Man findet uns einfach in der Garage sonntags beim Philipp. Dort ist unsere Gaming-Zone. Wie bin ich denn damals zu Warhammer gekommen? Das ist liegt daran, dass ich... Die Frau von Philipp und meine Frau, die sind Freundinnen. Und dann haben wir uns mal zusammen getroffen, waren Eis essen und da hat er mir davon erzählt, dass er das macht. Ich so, ach ja, das klingt doch interessant. Oh ja, dann mache ich doch mal mit. Ja, und das ist so seit letztem Jahr, da müsste ich jetzt lügen, August rum, Juli, August rum. Seitdem bin ich dabei. Ja. Was spiele ich? Ich spiele Leagues of Wotan. Ja. Das tut mir leid. Aua. Wenigstens einer. Ja. Eine Runde. Press F oder F in die Kommentare für Wotan-Spieler. Ja, leider. Dass die in der 10. so auf die... Ich wollte jetzt was sagen, was ich ja, glaube ich, nicht sagen sollte. Dass sie so runtergebuttert wurden, das konnte ja keiner mehr wahrnehmen, wirklich, ne? Also, aber ich bin dran, mir eine zweite Armee anzuschaffen. Da werden es die Space Marines. Da habe ich dann eine größere Vielfalt an Möglichkeiten, dort was zu spielen, falls irgendwas genervt werden sollte. Oder dann spiele ich einfach eine andere Fraktion. Ne? Genau. Richtig mehr, ja. So, das war es soweit von mir. Okay.
Dann, ja, Fabian, mach mal weiter. Ja, also ich bin eigentlich so das neueste Mitglied vom Verein. Also ich kam Anfang diesen Jahres dazu. Und es war auch irgendwie durch Zufall, weil ich war mit einem anderen Kumpel in einer größeren Warhammer Community WhatsApp-Gruppe. Und da hat dann der Bocky irgendwann mal irgendwas geschrieben gehabt, dass er irgendwie da und da wohnt. Und da habe ich gesagt, ey, das ist ja bei mir um die Ecke, wollen wir mal zocken? Und er sagt, ja, wir machen jeden Sonntag immer was. Und ich war zu der Zeit in einem anderen Verein. Der war aber, ich sag mal so, das war rein auf Casual Play fokussiert. Und ja, Jan, wie du es gerade eben auch gesagt hast, ich habe auch eine heftige Progress Rate hinter mir. Das heißt, immer wenn ich irgendwas zocke, ich muss halt immer kompetitiv spielen. Ja, also das, ich habe da immer ein Problem, so casual zu sein. Das ist auch immer, wenn man immer Pärchenabend macht und wir spielen Brettspiel, ich muss da trotzdem immer. Dann ist er der Tryhard. Ich bin High Trader und ich werde immer gehatet, aber. Ja, und klar, und dann kam ich dann zu den Stieß da dazu. Und ja, bin jetzt seitdem regelmäßig da, weil es mega Bock macht, mit denen zu spielen. Der Bocky mit seiner mega Erfahrung, die er auch schon auf Turnieren gesammelt hat, und der Dennis und die anderen Jungs, einfach, das ist angenehme Atmosphäre, ja, man trifft sich, man schwätzt einfach, man zockt zusammen, tauscht sich aus, hilft sich gegenseitig, wenn man zum Beispiel sagt, ah, die Liste hat jetzt irgendwie nicht so funktioniert gegen deine Armee, vielleicht muss ich da doch mich ein bisschen Allrounder-mäßig aufstellen, was meinst denn du und so. Ja, genau. Und ich spiele eigentlich auch erst seit auch so August, September letzten Jahres. Aber 40k kannte ich schon sehr lange Zeit. Also ich habe ja mit Warhammer eigentlich erst das Herr der Ringe angefangen, weil da, wo die Filme damals rauskamen, da war ich ja so 13, 12 oder so. Und dann haben wir uns dann alle diese Warhammer Herr der Ringe Sachen gekauft und haben gesehen, ey, da sind ja auch noch so andere Figuren, ja. Das ist ja auch ganz nice. Ja? Und da habe ich mir dann auch natürlich Space Marines gekauft, ne? Sehr klar. Und natürlich blau bemalt, wie es einem der GW-Mitarbeiter erzählt hat. Genau, ja. die Uschis, wie wir sie nennen. Ja. Die Uschis. Ja, und ich spiele primär als meine Hauptarmee sind die Black Templar. Oh. Ich bin eigentlich so vom Typ her ein Pazifist, aber wenn es immer so um Sachen geht, dann nehme ich immer die Fanatischen, ne? Die so richtig. Was? Friendship is magic, magic is heresy, weißt du? Ja. So nach dem Motto. Und als zweite Armee habe ich mir jetzt so Custodes aufgebaut. Ah, dann ist die Aufnahme hier leider beendet, ne? Ja, genau. Aber ihr seid raus. Raus. Nee, aber primär sind die Black Templar, weil einfach geil, wegen teutonischer Ritter-Hintergeschichte, ne? Ist ja davon beeinflusst sozusagen. Ja. Spielen sich halt mega geil, ja, weil ja. Ich glaube, jeder mittlerweile hasst die Black Templar, gegen den ich gespielt habe, weil wenn es heißt so, ja gut, der Panzer ist eigentlich tot, ja warte mal, ich hole mal jetzt 16 Würfel auf die 6. Ah ja, hat leider noch 5 Leben, tut mir leid. Der 6er Fino Pain fuckt halt schon ein bisschen ab, ja, aber ja, nee, aber genau, das ja. Von meiner Seite aus. Ich mag das bei den Black Templars eigentlich auch sehr, dass die einfach so die Einstellung haben, wir haben hier gerade irgendwie, was weiß ich, einen galaxieumspannenden Krieg, es gibt Waffen, die ganze Planeten ausrotten mit einem Schuss und ich ziehe einfach mein dickes Ritterschwert und gehe in den Nahkampf. Genau. Und das finde ich eigentlich schon ziemlich, ziemlich cool. Ja. Was ich am coolsten finde bei denen ist, dass diese Nahkampfwaffen sogar an deren Handgelenken festgekettet sind. Ja. Das finde ich, das hat ja auch so einen Hintergrund vom Sigismund, so wenn man sich ein bisschen mit der Lore auskennt, das ist ganz cool gemacht. Ja, definitiv. Wie war es denn bei dir, Bocky? Erstmal die Anfänge. Wie bin ich denn überhaupt ins Hobby gekommen? Ich habe damals exzessiv, und ich bin auch ein Tryharder, also wenn wir mit den Kindern mal Mensch ärgere dich nicht spielen und so,
Ich erniedrige da sogar manchmal meine eigenen Kinder, weil ich sie dann von der Platte runterkloppe. Hauptsache, jetzt musst du wieder von vorne anfangen. Hey. Am besten noch zwei Schritte vorm Haus. Klack. Ja, weißt du, und dann freust du dich auch noch so wie der Oliver Kahn damals immer. Ja. aber wie okay. Verzeihung. Wie hat bei mir alles angefangen? Ich habe damals exzessiv Total War Warhammer gespielt. Für alle, die es nicht kennen, das ist ein Echtzeit-Strategiespiel für den PC. Und da ist man halt so in der Old World, dürfte das, glaube ich, sein, von der Lore her. Hm? Nicht Age of Sigmar. Nee, genau. Und ja, da habe ich halt auch auf Turniere mitgemacht, also Online-Turniere etc. pp. Und fand ich halt geil. Dann habe ich da auch gesehen, oh, das gibt es auch als Tabletop, weil bis dato kannte ich Tabletop noch gar nicht. Schande über mein Haupt. Und dann habe ich gesehen, ja, okay, ich bin per se ein Hardcore-Zwergen-Fan, ja, und habe dann aber nur AOS gesehen und da haben mich die Zwerge am Anfang nicht so angesprochen. Ich dann so, ja, die einen haben so Balance auf dem Rücken und bei der einen hast du nur Slayer-Armee, ja, ich weiß nicht. Und dann bin ich halt auf 40k, also dann habe ich 40k gesehen und dann, ja, da waren dann Space Wolves. Ich bin ja auch halber Skandinavier. Dann habe ich mir halt eine Armee gekauft, in kompletter Blauäugigkeit, irgendwelchen Scheißdreck. Und dann war ich im Hobby drin. Dann saß die Nadel. Dann saß, ja, die ist, ja. Deswegen Nähe Frankfurt, ne, da kommt man schlecht los von. Also, ja, gut. Und ja, dann auch erstmal natürlich erstmal casual lernen, ne, und dann, oh, das kann man ja auch kompetitiv spielen, cool. Hier gibt's Turniere. Zack, dann die komplette 8 Edition, Turniere runtergerissen, waren halt, ich nenne es mal so 0815 Turniere, also da war jetzt nichts Gewertetes dabei oder so, aber trotzdem ganz nett, wie sagt man, Scheunkloppen oder sowas. Ja. Und das war, glaube ich, irgendwie. Ja, und dann haben sich halt auch immer mehr Armeen angehäuft, weil man dann sich auch mit der Lore beschäftigt hat. Oh, du findest das auch ein bisschen cool, oh, das ist auch ganz nice. Ja, und dann jetzt stehe ich, dann habe ich halt irgendwann so gesagt, oh, ich habe keinen Bock, immer auswärts hinzufahren oder hier und da oder so lang zu warten aufs nächste Spiel, ja. Dann habe ich halt meine Seele verkauft an meine Frau und dann seitdem darf ich jeden Sonntag in meiner Garage darf ich spielen. Ja, geil. Ja, aber mit der Seele ist halt ein bisschen schade, aber gut. Ja, du, ja, man kann ja nicht alles Chaos haben. Also. Ja, Chaos ist auch dabei, ja. und dann irgendwann, also mit den Jahren, wie gesagt, ich habe in der 8. angefangen, ich glaube Mitte 8. war das, auch Auf- und Abs gehabt mit den eigenen Armeen und auch Auf- und Abs der Gegnerarmeen, wo sich dann auch teilweise Hass entwickelt hat über gewisse Zeiträume. Und dann irgendwann sind wir mehr Leute geworden, die sich dann in unserer Spielergemeinschaft, sage ich mal, angehäuft haben. Und dann irgendwann kam der Dennis dazu und dann haben wir einfach ganz plump haben gesagt, auf, mir mache jetzt was. Mir mache jetzt einfach mal ein bisschen YouTube. Weil ich habe vor 2 Jahren habe ich ab und an mal bei Black Hydra Wargaming auf dem Kanal mitgewirkt. Habe da immer so Gastreports gemacht und so. Also so ein bisschen Erfahrung mit YouTube war dann schon ein bisschen da. Aber dann kam ja Gott sei Dank der Dennis dazu, der ist da ein bisschen mehr der Techniker, der hat da mehr Bock zu. Ich bin mehr so der Grobmotoriker. Und so hat sich dann halt ein bisschen komplett aus Lust und Laune, frei Schnauze, hat sich dann halt dieser YouTube-Kanal entwickelt, sag ich mal. Hm. Klingt so ein bisschen nach unserer Entstehung auch, weil wir ja auch einfach so irgendwann gesagt haben, wisst ihr was, komm, let's go. Ja, aber bei euch klingt das alles viel lockerer als bei uns damals. Ja. Weil wenn man sich die verfluchte Episode 1 anhört, dann... wir hatten keine Episode 1. Wir ach stimmt, sind der zweiten eingestiegen. die hört sich halt an wie so ein CDU-Parteitag, also... Oh, wow. Das ist echt... die kannst du dir nicht mehr geben heute. Oh. Ich meine, wir sind politisch geworden, hallo? Ja, Vorsicht, jetzt klickt sich jemand ein. Jetzt gibt es in den Kommentaren mindestens einen, der durchdreht. Meinst du, wir haben CDU-Zuhörer?
Weiß ich nicht, will ich niemandem unterstellen, aber ich sage mal weiter im Kontext. Was war denn bei euch so, sage ich mal, bisher? Das finde ich immer super interessant, weil das sind so Erfahrungen, die macht irgendwie jeder, aber bei jedem sind die anders. Was waren denn so bei euch, sage ich mal, die großen Stolpersteine bisher bei der Erstellung des Kanals? Weil jetzt, just vor ein paar Tagen, wenn du zuhörst, weißt du, wer es ist aus unserer Community, wer gemeint ist, habe ich eine Diskussion geführt, wo es sehr darum ging, von wegen, ja, mach doch mal. Ja, ihr macht ja das nicht. Ja, mach doch einfach mal. Wo ich mir immer denke, ja, wenn ich 40 Stunden mehr Zeit hätte, würde ich das machen. Und das sind immer so Herausforderungen. Habt ihr schon irgendwelche größeren Herausforderungen gehabt, wo ihr gemerkt habt, das ist aber jetzt... Also, ich rede mal kurz von mir. Ich bin ja derjenige, der... Also, ich bin auch der Cutter von uns. Ne? Ich bin so der IT-Nerd auf unserem Kanal. Und für mich ist kein Video perfekt, wenn ich was schneide. Da gibt's immer Verbesserungen. Ah, hätten wir das doch lieber so oder das Licht so gemacht oder die Kamera, den Winkel hier und da und jenes. Und also ich bin immer unzufrieden mit unseren Videos, immer. Aber dennoch ist es, ärgert es mich auch irgendwo. Wenn ich wüsste, okay, also, wenn es jetzt nur eine Sache wäre, wo man sagt, okay, das hätten wir verbessern können, ja oder so, aber das dann das komplette Video, wo ich so, nein, ich bin unzufrieden, ja. Aber dennoch, es muss raus, ja. So. Ja. Naja, ja, wir hatten auch schon mal zwei Videos, wo er gesagt hat, das geht gar nicht. Ja, und da fragt mich dann der Dennis ab und zu, und wie findest du das? Naja, super. Ja. Aber er so voll, nee, das geht nicht. Ich bin da halt mehr so, weiß ich nicht, der Lockere irgendwie. Das ist wie in der Kindererziehung. Scheiß zu alle zusammen. Und ich so, och, jetzt sei doch nicht so, weißt du. Außer die Kinder übertreiben es halt mal wirklich, dann wird der Papa auch laut und dann ist halt wirklich die Hölle los. Bei uns tatsächlich auch so, dass Chris ist immer sehr kritisch, weil den meisten Schnitt haben ja Chris und ich. Beziehungsweise inzwischen auch David vermehrt, den Age of Sigma Kram. Und bei dem ist es auch mal so. Dann haben wir irgendeinen Battery Port aufgenommen, der war mega, der war richtig lustig oder keine Ahnung. Und dann kommt von ihm, tja, schade, den müssen wir wegwerfen. Was? Warum? Ja, ein Mikrofon klingt scheiße. Was? Und dann fliegt er in die Tonne und dann denkt man sich so, nein. Ja, weil ich, also das Video. Ich kann das ja schon verstehen, wenn man da so, wie sagt man, perfektionistisch ist. Ich persönlich finde es dann halt immer schade, da ist halt extrem Zeit drauf gegangen. Ne? Ja. Das ist halt immer so das, wo ich mir dann denke, ach, das geht schon. Vor allem, wenn es jetzt vielleicht ein bisschen blöd klingt, aber die deutsche Community sollte doch froh sein über jeden Content-Creator, den es gibt auf YouTube hier. Das ist ganz richtig. Das ist nämlich ein enormer Zeitinvest. Ich habe das am Anfang auch nicht geglaubt, dass das wirklich so viel Zeit frisst, etc. pp. Ja? Wo ich das damals schon bei Black Hydra gemacht habe, ich so, Alter. Ich wurde vorher auch schon gewarnt, ey, wie hat er gesagt, Digga, das nimmt Zeit in Anspruch. Ich so, ja, das kriege ich hin, Alter, ich leite Baustellen, hast du nicht gesehen, das schaffe ich. Ja, nee, also ich habe da schon ab und zu mal geschwitzt und dann halt auch noch das immer so zu koordinieren. Kommt da noch einer zum Spielen? Kennt er sich überhaupt richtig aus mit dem Spiel? Weil wenn du da halt einen richtigen Rookie hast und dann auch noch, sag ich mal, 90% auch noch erklären musst, dann dauert der Battle Report gefühlt 8 Stunden Aufnahme für 2 Stunden Geschnibbel. So, ne? Also, es ist schon enorm. Vor allem Dennis und ich sind ja auch beides Väter, also nicht zusammen, sondern jeder hat seine eigene Familie. Das wäre die nächste Frage gewesen. Nein. Um Gottes Willen, das gibt es ja auch, ist ja auch nicht schlimm. Ja. Nur mal rechtfertigen, ne? Nicht, dass man das jetzt falsch versteht. Und da hast du ja auch halt, jeder von uns hat zwei Kinder, jeder von uns hat eine Frau. Berufstätig und dann opferst du auch wirklich deine Freizeit, um dann hier Content zu createn und halt trotzdem noch irgendwie noch deinen Spaß am Hobby zu haben. Ja. Und deswegen sollte die Community halt ein bisschen dankbarer sein oder vielleicht auch mal ein bisschen mehr mit den Content-Creatern interagieren wollen, wie es zum Beispiel die Amis oder die Engländer tun. Ne? Ja. Aber ich glaube,
was ich auch glaube, was viele auch immer vergessen, weil heute ist ja, du hast ja so viel Angebot sozusagen, die Leute sind meiner Meinung nach viel verwöhnter geworden, ja, als noch war, wo es noch nicht so viel gab, und wenn dann die Leute anfangen, ja, guck dir mal jetzt hier Tabletop Tactics an, ja, und dann sage ich aber auch, ja, guck dir mal das allererste Video von denen an. Mhm. Ja, und das sieht ganz genauso aus, ja. Klar, natürlich haben die eine Community aufgebaut und jetzt machen die das hauptberuflich, aber die haben da auch jemanden oder zwei Leute, glaube ich, die cutten den ganzen Tag. Ja, ja. Die machen nichts anderes. Und das ist ein richtiger Scheißjob. Ich habe das früher auch mal gemacht, gecuttet, wo wir für Veranstaltungen, Musikveranstaltungen, die ich mit Leuten gemacht habe. Ja. Ach ja. Danke, Fabi. Das ist richtig, richtig nervig, ja, weil ich kann den Dennis total verstehen. Und damals war es halt noch, dass du halt noch die Videos auf, weil wir das für so Techno-Veranstaltungen gemacht haben. Und dann musstest du die Videos und die Trailer so schneiden, dass es mit dem Track geklappt hat. Ey, da bist du beinahe wahnsinnig geworden, ja. Und hast dann irgendwie 10 Stunden gefühlt für so ein 3-Minute-Video gemacht, ja. Und denkst du so, ey, yo, ne? Ja. Vor allem kannst du das kannst du auch nicht mit dem deutschen Markt vergleichen. Nein, genau, ja. Definitiv nicht. Wir haben der größte Tabletop-Kanal in Deutschland. Was hat der? 30.000 Abos? Dennis hat 33, meine ich. Ah, siehst du? Ah, nee, TWS ist inzwischen, glaube ich, der größte. Ja, aber die haben auch nicht mehr als 40. Oh, ja. Nein, und dann guck mal, was Tabletop Tactics hat. Ja, das ist halt auch wieder diese Sprachbarriere, ne? Die ist halt für uns deutschen Content Creator ist es halt schwieriger, andere Leute aus anderen Ländern zu erreichen, als wenn du sowieso Englisch babbelst. Ja, eben. Ja, das stimmt. Das ist ja halt schon mal, das öffnet viel mehr Türen. Und ich glaube auch immer noch, dass immer diese Followerzahl, ne, die man hat, ja, sei das jetzt in unserer Branche oder wenn man das auf Instagram sieht und so weiter, heißt es nicht immer genau, dass wenn jetzt zum Beispiel man irgendwas, sage ich jetzt mal, irgendwelche Goodies verkauft, ja, der hat jetzt 1 Million Follower, dass da auch 1 Million Leute kaufen. Ne? Eigentlich umso höher die Zahl ist, ist meine Erfahrung auch aus dem Beruf, desto ungenauer kann man das vorhersagen, weil wir hatten da auch mit Leuten gearbeitet, die hatten nur so 2500 Follower, aber da haben irgendwie 65% der Leute was gekauft. Ja. Ja, und ich glaube, ich bin ja auch ein Follower von so einem Black Templar Kanal, die machen nur Black Templar, ja, die machen nichts anderes, wie man das am besten optimieren kann, und ich glaube, die haben 5000 Follower, das sind Amis, ja. Aber die Community ist so aktiv von denen, ja, der Discord-Channel so, also das ist wie als, manchmal fühlst du dich, als ob da 50.000 Leute drin sind, ja, weil da so viel interagiert wird und kommuniziert wird, deswegen, ich glaube einfach, ja, man braucht eine stabile Community einfach, ne, und dann ist es egal, wie viele das sind, ne, also. Ja, absolut. Das, finde ich sogar eine sehr, sehr schöne Botschaft hier an der Stelle. Habt ihr Projekte, die ihr aktuell am liebsten macht? Also, ihr hattet ja schon angesprochen, dass ihr nicht nur 40k spielt, sondern, ne, wir hatten das Beispiel Age of Sigmar und so weiter. Habt ihr bestimmte Projekte, die ihr aktuell am liebsten macht bei euch auf dem Kanal? Wir haben Projekte, die wir auf jeden Fall vorhaben, aber bis jetzt... Jetzt wollen wir aber mal hier Gossip hören. Was ist das? Ne, das ist halt wieder der Zeitaspekt. Also wir wollten ja auch mal so ein Blood Bowl AOS. Ne? Da wollten wir halt auch mal ein bisschen Content bringen, weil in Deutschland ist es so gering, Blood Bowl zu finden. Also ich rede jetzt vom Tabletop, nicht vom PC-Spiel. Und das ist so dünn besiedelt, Blood Bowl Content auf Deutsch. Das war halt so eine, oder das ist ein Projekt in Planung, Klammer auf, Klammer zu. Was wir halt momentan machen, sind halt Taktikvideos, Deep Dives, unsere eigenen Meinungen zu Thema XY, Battle Reports, aber halt alles stand jetzt rein auf 40k. Ja. Weil halt auch 10 Editionen da ist, das ist halt schon alles. Genau. Die Leute haben jetzt Bock, die Leute haben Hunger. Ne? Ja. Ja, da ist ja auch nichts verkehrt dran. Ne? Wir sind ja damals auch mit 40k eingestiegen und dann haben wir uns irgendwann die Fühler ausgestreckt und hier und da was anderes beackert. Ja. Ich habe zum Beispiel gestern den Livestream gesehen.
von euch. Ach, du warst bei mir im Stream dabei? Mhm, hab ich geguckt. Ja, geil. Wer warst denn du im Chat? Okay. Ach so. Dann hast du aber nicht gechattet, okay. Nein. Ich habe nur genossen. Mein Leiden hast du genossen. Ja, ich hab's noch nicht gesehen. Ich hab's noch nicht gesehen, was passiert. War schon bitter, ja. Oh, dann keine Spoiler. Alter. Ja. Ich will's nicht spoilern, aber ich glaube, so ein Würfelpech hatte ich bei Blood Bowl noch nie. Ja, ich glaube, das Spiel bescheißt einen da einfach nur ab und zu. Also, ja. Du darfst keine Winstreak von 10 Mal haben oder so, irgendwie sowas. Also, das kann ja nicht sein. Also, ich hatte da auch 3-mal Double Skull hintereinander. Ja. Das kann ja nicht wahr sein. Also, nee, das geht nicht. Ja. Also, nur um einen Hinweis zu geben, der Franzose, gegen den ich gestern gespielt habe, der hat, glaube ich, auch einen goldkackenden Esel im Garten stehen. Also, es ist unfassbar. Ja. Das war schon, war interessant anzusehen, sagen wir es mal so. Ja. Ja. Ja, tatsächlich, ich war sehr, sehr glücklich, dass die Community uns heute geschrieben hat, dass das richtig geil war und sie wollen mehr davon. Das heißt ja auch, es gibt tatsächlich Interesse an Blood Bowl. Also, ne, wo du es eben sagtest, habe ich auch so kurz aufgehorcht. Ich habe immer gedacht, Blood Bowl ist tot in Deutschland. Nee. Nee, Blood Bowl ist sehr aktiv sogar. Aber, okay. aber es gibt sogar viele, sag ich mal, interne Communities, die spielen sogar noch die alten Regeln, also die First Season. Auch die kenne ich gar nicht zum Beispiel. Ja, ja, das ist ja wie mit Fantasy damals, das spielen auch noch einige. Genau. Aber wenn du mal guckst, bei T3 zum Beispiel und verschiedene Spiele mal nachsiehst, wie viele Spiele aktiv noch auf Turnieren gespielt werden, das ist echt der Wahnsinn. Ja. Von Blood Bowl. Blood Bowl, X-Wing, Armada. Ja, genau. Nein, mir ging es jetzt persönlich um Blood Bowl, weil ich halt dachte, dass Blood Bowl auch. Blood Bowl tot ist in Deutschland. Blood Bowl wird auch viel gespielt, tatsächlich. Okay, ja krass. Ich weiß, dass es in Hannover eine Blood Bowl-Liga gibt. Und da hätte ich halt auch übel Bock drauf. Henry hat das auch schon gesagt. Aber ich habe voll Schiss, dass die mich einfach da komplett zusammentreten. So, also quasi so, dass wieder meine ersten 3 Skinks direkt im ersten Spiel tot sind. Da musst du Zwerge spielen, da stirbt nie was. Ja, habe also, ich auch schon gelesen. Zwerge sollen ja relativ Meta sein. Oder ich leide der Wolfgang den 7-fachen. Wolfgang, ja, den gibt's leider noch. Ja, Wolfgang, ja. Ja. Ich hatte mit einem Werwolf gegen Jan hatte ich mal 7 Touchdowns in einem Spiel. Ich habe mich gefühlt wie El Bundy. Das ist unfassbar. Deswegen, wir haben ihn Wolfgang den 7-fachen getauft, weil das ist der Werwolf von diesen Nachtschrecken. Ja. Und der hat ja irgendwie 9 Bewegungen. Der ist auch straight durchgelaufen. Den habe ich immer den Ball zugepasst und ist ja nicht mehr hinterhergekommen. Ja. Ja. Also ich hasse in keinem anderen Spiel, hasse ich Elfen so sehr wie in Blood Bowl. Ja, also weil ich bin normalerweise auch kein Riesenfan. 2+, 2+, 2+, 2+, 2+, ja. Denke ich mir, das kann doch nicht wahr sein. Das war halt chillig mit den Echsen dann, ne? Weil die Echsen haben ja mit Juggernaut und am Ball haben die ja das -3 auch zum Rausgehen und dann, wenn der Kopf oder dann halt einfach die Faust dem Gegner im Gesicht parkt, dann ist das schon ganz lustig. Oder was der größte Abfuck eines Blood Bowl-Spielers ist, wenn du ein Nurgle-Modell hauen willst und dann schmeißt du dir 1. Ja. Also es gibt nichts, was mich mehr triggert wie dieser Wurf. Wieso? Was passiert dann? Dann machst du halt nichts. Okay. Ich dachte, jetzt wird er voll geschleimt oder sowas. Nee, mir fällt jetzt gerade der Name der Regel nicht ein. Aber wenn du da eine 1 wirfst, also du musst quasi erstmal einen Test machen, ob du überhaupt eine Aktion machen darfst. Quasi wie saublöd. Ja? Ja, ach so, okay. Und wenn du dann eine 1 schmeißt, passiert halt gar nichts. Dann bleibt er stehen, ja. Ja, aber du hast noch Tackle-Zone, alles, ja, aber du machst halt keinen Block. Das ist irgendeine Mutation, glaube ich. Ja, nee, das ist ja standardmäßig bei denen drin. Ach so. Ja. Okay. Also ich habe noch nie Nurgle gespielt. Ja, das ist die Qual. Also dagegen zu spielen ist die Qual. Okay. Aber wir schweifen ab. Ich wollte gerade sagen, wir schweifen massiv ab, krass. Genau, ihr hattet schon gesagt, dass ihr auch Age of Sigmar spielt. Wir decken jetzt einfach mal alles ab. Wer ist das von euch? Alle 3 oder nur? Nee, irgendwer? Dennis nicht, und ich. Ne? Und dann halt noch andere aus der Gruppe. Der Fabian nicht, ne? Du nicht. Ja, aber der Bocky, der hat schon ich die Saat der Heresie bei mir schon gesetzt, ja, weil er gesagt hat, er hat so argumentiert, ey, wenn du zum Beispiel Chaos Demon spielst, die kannst du in Age of Sigmar und 40k spielen. Also,
Ey, der eine hat sich jetzt einen neuen Drucker geholt. Es gibt ja gerade einen unfassbar guten Slanisch-Kickstarter. Ich meine nicht, dass das jemand von uns machen würde, aber es gibt einen richtig guten Slanisch-Kickstarter gerade. Oh, ich muss noch meine Zwerge anmalen. Deine Zwerge? Für Blood Bowl. Du hast ein Zwergentier. Oh mein Gott, da ist es passiert, ja. Ja. Der Death Roller ist auch spielbar. Möchte ich nur mal so nebenbei erwähnen. Aber der ist so teuer. Nein, das passt. Der holt alles raus. Du musst halt nur auch richtig Alarm machen in der einen Halbzeit, wo er spielen darf. Ich meine von der Kohle her. Ach so. Ja gut. Kannst du dir auch Alternativmodelle. Sehr, sehr gute Option bei anderen Zweitländern. Genau. Aber Jan hat immer kein Resin, wenn ich ihn frage. Ich drucke auch nicht mehr für andere, bin ich ehrlich. Nee, ich meine auch käuflich. Also da gibt es sehr viele andere Anbieter, da hast du echt coolen Stuff. Der sieht auch echt geil aus bei anderen. Ja. Ich habe mir den Croxigoid zum Beispiel, es gibt bei Etsy, ich meine bei Etsy ist das, gibt es Alternativmodelle, die man entweder kaufen kann oder halt als STL kaufen kann. Genau. Die nennen sie einfach Fantasy Bowl und dann was weiß ich, Lizardman oder so. Ja, die geben den immer so andere Namen. Ich finde das immer ganz lustig. Ja, genau. Und Tank. Ja, genau. Habt ihr schon mal The Janitors gesehen? Ja. Nein. Die Hausmeister, das sind Custodes. Ja, so. Und dann diese Pillarmen, die Genie auch gedruckt hat. Die Custodes quasi, die keine Rüstung anhaben, nur so ein Lendenschurz. Ach du lieber Gott. Ja. Spaß 300-Teil. Ja, wirklich. Nee, aber mich würde es einfach mal interessieren, sagen wir mal, viele Leute sagen ja immer, Age of Sigmar ist ja voll das Kacksystem. Es hat Fantasy tot gemacht. Ah ja, hast du es mal getestet? Nein. Mhm. Okay. Deswegen würde es mich einfach mal interessieren, was sagt ihr zu dem System? Weil es ist ja doch noch. Gut, jetzt ist jetzt das neue General Handbook klein draußen. In Deutschland, muss man leider sagen. Ja. Aber ich habe es mir noch nicht durchgelesen und habe noch kein Spiel im neuen General Handbook gemacht. Ich habe nur mitbekommen, dass es sehr magielastig geworden ist. Ja, und das ist so halt gar nichts für meine Armee. Also nicht so wirklich was. Ja. Ich spiele halt die Wasserelfen die Wasserfisch, also die Idoneth Deepkin, die spiele ich und da ist es halt nicht so wirklich genial mit der Magie. Ja. Die haben, glaube ich, nur einen Magier, ne? Mhm. Ja. Aber dafür ist der aber trotzdem solide. Das ist doch ist das nicht sogar ein Named Character? Ah, das Riesenmodell. I don't know, Maslan, ne? Ja, dieser komische, der auf der Welle reitet, sage ich jetzt mal. Ja, ist mega cool. Ja. Also, was man sagen kann über AOS oder was ich besser finde an AOS wie an 40k sind schon mal die Modelle. Also, Von der Optik her, da sind Modelle dabei, da kommt 40k meiner Meinung nach mit nichts ran. Also so dumm, wie es jetzt klingen mag, ja. Ja, ich hab irgendwann mal bei uns auch in der Vereinsgruppe ein Bild gepostet, ein Vergleich von den 2000, ich glaube, wann kamen die Slaves of Darkness? Letztes Jahr. 2021 Chaos Chosen und den 2021 Age of Sigmar Chaos Chosen. Also bitte. Ja, vor allem die Chaos Chosen bei den Chaos Space Marines sind ja einfach nur normale Legionäre. Bisschen krankere Köpfe. Fertig. Also da steckt keine Liebe drin. Dafür aber die neuen Possessed-Modelle. Die sind geil. Die finde ich wiederum sehr, sehr sick. Ja. Also, aber da gibt es auch bessere, nämlich die von den World Eaters. So, Shots fired. Ja. Nee, okay. Aber ich habe halt sonst nur bis jetzt, stand jetzt Battle Reports gesehen von dem neuen General Handsbock spielen. Mich trifft dieses Magielastige jetzt nicht so stark, weil ich spiele einmal noch, also ich spiele Fireslayer, die sind da komplett für ein Popo jetzt mittlerweile. Dann spiele ich Sylvaneth, da geht's noch. Maggot King of Nurgle spiele ich. Geil, die machen Spaß. Und Uruk Warclans, also da bin ich jetzt nicht so hart getroffen wie der Dennis jetzt. Hm.
Ja, ich habe ja, ich habe jetzt hier eine Seraphon-Armee stehen, die ich gerade aufbaue. Ich habe die jetzt in Leipzig um ein Turnier gesehen mit dem neuen General's Handbook und da, ich habe irgendwann mal dieses Meme gesehen mit Cowabunga, it is, aber es passt. Alter Schwede, was da rauskommt an Magie. Also, die können halt ansonsten nichts, aber was da an Magieschaden rauskommt, ist Wahnsinn. Ja, da gibt es ja auch so, ich glaube, Croak macht alles und bewegt sich keinen Zoll. Ist da nicht irgendwie sowas? Genau, der kann durch einen Skink zaubern. Ja. Und dann, weil man natürlich ein smarter Spieler ist, als kompetitiver Spieler, guckt man ins Buch, was ist das größte Skink-Modell, was ich finde? Ja. Das ist das auf diesem riesen T-Rex. Ja. Und dann stellt man den nach vorne und sagt, so, ich darf jetzt von diesem Base 9 Zoll messen und alles da drin kriegt Mortal Wounds. Ja. Ist tot einfach. Tschüss. Ja, ja. Ja. Okay. Dann würde ich sagen, Sven, deine ja, Frage muss das haben wir einem werden. Guten Kollegen zu verdanken, der da ja, jemanden kennt, der sowas macht, der also auch bei uns sonntags in der Garage ist und mitspielt. Und ja, der hat den mal angehauen hier. Die Jungs wollen einen YouTube-Kanal machen. Mach doch mal. Und ja, wir haben dann... Wir, genau, also wir haben erstmal so eine... Also ich habe so eine Kinderskizze gemacht, wie ungefähr unser Logo aussehen soll. Ja, also wirklich, da hätte mein dreijähriger Sohn besser gemalt, wie ich das da skizziert habe. Er hat es aber zum Glück verstanden, was so die Idee dahinter steckte. Ja, und anhand des Logos hat er halt dann dieses geile Video, also dieses geile Intro gemacht. Ja. Das ist sehr geil, ja. Sowas hätte ich auch gerne tatsächlich, aber wir haben halt keinen, der einen kennt, der ja, einen kennt. Das ist nochmal ordentlich Arbeit. Also ich und wir haben halt keinen, der es kann, okay, das ist das Problem. Auf. Ich ich nehme so ein Block Papier und ja, wie man es früher so gemacht hat, ne, dass man so aufdreht und dann, so wollte ich eigentlich dann das Intro machen, wäre schneller gewesen als am PC. Ja, genau, so ein Daumenkino, danke. Schönes Daumenkino. Mhm. Aber das hätte einen Wiedererkennungswert. Definitiv. Seid ihr nicht die mit dem Daumenkino? Ja. Ja, genau. Das ist Mundpropaganda, aber mal anders, ey. Ja, ist wirklich so. ja, ich überlege gerade. Ach, genau, die Lieblingsminiaturen haben wir noch vergessen, bevor wir dann jetzt in den zweiten Teil gehen. Haut mal eure Lieblingsminiaturen raus. Die dürfen von Games Workshop sein. Die müssen nicht von Games Workshop sein. Da könnt ihr auch zum Beispiel sagen, hier vorhin, was weiß ich, Creature Caster, der Boobsurster, das ist ein hammergeiles Modell. Haha. ja. Es ist sein Favorite-Modell. Ist es. Es ist ein Bloodsurster, aber mit Slaanesh. Also von der Optik her finde ich, ich verstehe. Einfach generell so tierische Modelle, die es überall gibt, auch bei Age of Sigmar und so. Einfach mega, ja. Also bei meinem Idoness Deepkin finde ich die Schildkröte so genial, wenn die dann angemalt. Das sieht so, ja, das sieht so geil aus. Und ja, bei dem Fire Slayer, wie heißt nochmal dein Feuer? Genau, das sieht auch mega aus. Ne? Also so Tiere sind einfach geil, wie diese Eul gemacht sind. Finde ich einfach nur mega. Von den normalen Figuren her, also von Infanterie und so weiter. Ja, da wüsste ich jetzt so auf Anhieb erstmal. Da, wie heißt der von den Ultramarines? Der fällt der Name jetzt nicht ein. Der mit dem Feuerschwert. Der Gulliman, genau, Gulliman. Ja, du meinst jetzt. Der Gulliman. Ja, der. Oh, genau. Oh, der sieht ja also von der Optik her finde ich auch mega, ja. Mit seinem Feuerschwert, Roboter Gorilla so aussieht. Hm? Das ist auch cool. Ja, aber er hat es in der Hand, also ist es seins. Es ist ja nicht mal sein Schwert. Genau. Ja, das hat es. Das hat er vom Papa mitgenommen. Genau. Von Papa. Was ich lustig finde, sein Schwert ist kleiner als das vom Lion in Modellform. Mhm. Ja. Der Löwe macht aber mehr Schaden, weil der nicht kämpft wie ein Mädchen, wie Gilliman. Ja. Nee, weil man, wenn man von der Lore geht, das ist ja das Schwert des Imperators, ne? Und das ist dann in verhältnismäßig kleiner. Aber vielleicht hat sich's an die kleine Hand vom Gilliman angepasst. Das kann natürlich sein. Ne? Das ist sogar so. Ja.
Das ist sogar wirklich so. Dass es bloß nicht zu schwer ist. Ja, von den anderen? Ja, also ich finde generell die Chaos-Primarchen geil. Es sind einfach super Modelle. Ich finde es ein bisschen traurig, dass das bei den Imperium ist es immer sehr einfach gehalten, aber bei den Chaos finde ich geil, was die da draus gemacht haben. Motarion, wie er mit seinen Flügeln da so schwebt, oder auch Magnus, finde ich einfach, das sind geile Modelle. Ja? Oder auch jetzt die Chaos-Dämonen, finde ich super. Das ist richtig. Obwohl ich die selber nicht spiele, ja, aber so zum Angucken finde ich die mega, ja. Auch jetzt zum Beispiel diesen einen Elf, diesen Inkan heißt der, glaube ich, der ja auch mega letztens gegen den gespielt, ne? Und der Kumpel hat ihn sogar hier gelassen, weil ein anderer Kumpel die bemalen sollte, und ich habe ihn gefragt, willst du den wirklich hier lassen? Ich kann für nichts garantieren, ja. Die sieht aber auch cool aus, das Modell, ja? Dass der so in so Flammen gehüllt ist und so, finde ich mega. Also. Ich meine, das ist auch so mit der Schrecken der Top-Tables aktuell. Momentan, ja. Definitiv. Ja, das, diese Regel einfach. Weil es einfach so dumm ist. Also, ich finde halt, als ich dann irgendwie gehört habe, dass er mir da erzählt hat, ja gut, der charge eine Einheit, ich charge mit einer anderen Einheit, ich fange mit der anderen Einheit an, die killt diese Einheit, die sie gecharged hat. Gut, da geht der Inkan, der einen Charge geschafft hat, geht raus, portet sich weg und kann trotzdem noch ein Pile-In machen. Mhm. Weil er ja gecharged hat. Ja. Da denke ich mir so, yo. Okay. Aus dem Grund, wenn du gegen solche Spieler gematcht wirst, die den dabei haben, hast du immer den Golfball in der Hosentasche. Ja. Damit du den werfen kannst. Oder eine Socke mit 6-Volt-Batterien drin. So. Das ist alte Schule. Richtig, oldschool. So haben wir früher schon die Leute zum 40k-Spielen erzogen. Ja. So habe ich damals die Iron Hand-Spieler verprügelt, wenn sie mit ihren drei Leviathans da auf der Platte rumspazieren. Schuldig. Mhm. Ja, ich mittlerweile auch. Aber mittlerweile sind sie ja nicht mehr so eklig. Das stimmt. Ja, also ich hab damals tatsächlich, ja. Ich habe erst Mitte, Ende 9. mit Iron Hands angefangen. Ah ja. Ich habe damals, als der Space Marine Codex kam, sich das herausgestellt hat, ich war gerade dabei, eine Imperial Fists Armee, glaube ich, aufzubauen. Und habe dann festgestellt, oh, Iron Hands sind ja richtig sick, was brauche ich denn fürs Turnier? Weißt du was, nimmst doch dreimal den Executioner mit. Und habe halt einfach alles dann schwarz gemalt. Und es war nicht schön. Es war nicht schön. Ja, für die anderen, ja. Das war kein schönes Spiel. Also es war wirklich so, ja, ich würfel dann mal. Oh, deine Einheit ist tot. Ach Moment, ich habe den zweiten Panzer auch noch. Aber hattest du dann ein Zeitproblem? Weil drei Repulse Executioner abzuhandeln, das dauert ja schon mal eine Zeit lang. Das dauerte, aber es war halt egal, weil das Spiel nur zwei Runden ging. Touché, ja. Das war mein zweites Turnier ever und ich bin Dritter geworden. Ich wäre Dritter geworden, habe aber tatsächlich einen Spielfehler gemacht im ersten Spiel gegen Patrick und habe dann eben Bescheid gesagt, hier, zieh mir mal bitte die Punkte ab zu Stefan. Da war ein Fehler drin und deswegen bin ich dann Vierter geworden. Aber theoretisch hätte ich Dritter werden können dann mit der Liste, obwohl ich wirklich absolut keine Ahnung hatte, was ich da tue. Ich habe einfach das Spiel runtergewürfelt und habe mich meines Lebens erfreut. Das war schon echt eine dumme Zeit. Ja, eine einfache Zeit vor allem. Also quasi so wie Elder-Spieler jetzt. Ja, genau. Schon zwei Jahre. So viel zum Thema Less Killy. Ja, genau. Und weniger Rerolls. Ja. Aber da kommen wir gleich zu. Ja. Okay. Ich würde sagen, für diese Folge machen wir jetzt erstmal Schluss. Wir sehen uns oder hören uns morgen wieder zur nächsten Folge mit den Jungs. Weil das hat sich letzte Woche gut, war irgendwie eine gute Sache, dass wir das zweigeteilt haben einfach und dass es dann zwei Tage Content gibt. Dementsprechend verabschieden wir uns für heute und wir sehen uns in allerspätestens 24 Stunden wieder. Und ich würde sagen, schaut bei den Jungs auf dem Kanal vorbei, der ist natürlich in der Videobeschreibung verlinkt. Yeah. Lasst ein Abo da, lasst einen Gruß da, schreibt ein großes Wack in den in die Kommentare, damit die wissen, dass ihr von uns kommt.
Und ja, ich würde sagen, wir sind mit unseren üblichen Worten raus. Paris, Athen, auf Wiedersehen. Ciao. Ciao, ciao. Ciao.